SPD-Fraktion. Einen schönen guten Tag, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann direkt da weitermachen, Herr Hoffmann, wo Sie aufgehört haben, beim Thema handlungsfähiger und starker Rechtsstaat. Das ist unser Thema heute hier. Und ich finde das auch sehr gut, dass sich das seit heute Morgen um 9 hier durch unsere Debatten zieht, wie ein roter Faden, dass wir gemeinsam der Auffassung sind, dass wir einen starken und handlungsfähigen Rechtsstaat brauchen und dass wir gemeinsam hier auch alles dafür tun, dass das so ist und die Grundlagen legen, nicht nur im Haushalt, sondern auch durch sonstiges Tun, nicht nur hier im Bundestag. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass es darum geht, die Grund- und Menschenrechte durchzusetzen, Gewaltenteilung hochzuhalten. Alles keine Selbstverständlichkeiten, sondern in diesen Tagen Dinge, die man durchaus noch mal wieder erwähnen muss. Und dass es auch darum geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, Respekt vor dem Handeln und den Entscheidungen von Justiz und Behörden zu haben. Und dass es auch um Vertrauen in den Rechtsstaat geht. Sie haben zu Recht Herrn Schäuble, unseren Bundestagspräsidenten, zitiert, und auch die Ministerin hat es noch mal hervorgehoben. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat, und wir dulden in Deutschland an keiner Stelle, zu keinem Zeitpunkt, nirgendwo Selbstjustiz. Und auch das hat Ministerin Barley schon gesagt. Ich möchte das noch mal verstärken und wiederholen. Nicht jedes Urteil gefällt uns, was gesprochen wird. Das gehört zu einem Rechtsstaat dazu. Aber trotzdem ist es unerlässlich, dass sich alle, und ich betone das ganz ausdrücklich, alle in der Gesellschaft, in der Politik, in der Verwaltung an die entsprechenden Urteile halten. Wer die Justiz austrickst, schadet dem Rechtsstaat und legt die Axt an den Rechtsstaat und an Respekt und Vertrauen vor den Rechtsstaat. Und das darf nicht passieren. Das ist nicht akzeptabel. Und deswegen ist unser zentrales Vorhaben der Pakt für den Rechtsstaat. Und das ist, Herr Martens, das darf ich noch mal sagen, das ist sehr konkret eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Und die haben gesagt, wann kommt denn das? Das kommt, das seien Sie sich sicher. Denn das ist eine gemeinsame Verantwortung, die wir hier im Bundestag haben und auch in den Bundesländern. Und wir sind uns sehr bewusst, dass wir das auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, auf weiteren Sitzungen mit den Bundesländern intensiv erörtern, wo die gemeinsame Verantwortung liegt und was die jeweilige Ebene dazu beitragen kann. Frau Kollegin, gestatten Sie dazu eine Zwischenfrage? Sehr gerne. Habe ich ja provoziert. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Kollegin Högel, Sie haben eben gesagt, der Rechtsstaat kommt, der Pakt für den Rechtsstaat kommt, er sei konkret. Könnten Sie ungefähr sagen, wann er denn kommt? Also, es gibt zum Beispiel ein Datum, nämlich die Ministerpräsidentenkonferenz am 6. Dezember. Ich kenne die Tagesordnung noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass der Pakt für den Rechtsstaat dort auch Gegenstand der Besprechungen zwischen Bund und Ländern sein wird. Ein sehr konkretes Datum. Es geht bei dem Pakt für den Rechtsstaat um Personal, um die Ausstattung der Justiz und weiterer Behörden und um effiziente Verfahren. Und deswegen legen wir hier mit dem Haushalt 2019 auch noch mal ganz klar vor, nämlich mehr Mittel für die gute Ausstattung des Generalbundesanwalts und seiner Behörde, mehr Mittel für das BGH und das Bundesverwaltungsgericht und die anderen Obergerichte. Das ist die Seite personelle Ausstattung. Und dann ist es auch schon angesprochen worden, und ich will das auch noch mal hervorheben, nämlich wie arbeiten unsere Gerichte und unsere Justizbehörden. Und das ist nicht alles optimal, die Situation dort in den Räumen, die Ausstattung. Da können wir von Bundesseite auch nur sehr begrenzt Einfluss nehmen. Aber wir ermuntern und ermutigen auch die Bundesländer, die Justiz gut auszustatten. Und vor allen Dingen das Thema Digitalisierung, da denke ich, haben wir auch eine Menge vor uns. Zum Thema Verfahren, auch das möchte ich noch mal hervorheben. Herr Martens, das hatten Sie auch erwähnt. Und andere Kolleginnen und Kollegen auch. Nicht zuletzt der NSU-Prozess mit seiner 5-jährigen Dauer. Es ist wichtig, so ein Mammutverfahren auch gründlich zu führen, hat gezeigt, dass wir auch Reformbedarf bei den Verfahren haben und insbesondere auch bei der Strafprozessordnung. Wir haben uns das vorgenommen im Koalitionsvertrag und wir werden da auch zu Vorschlägen kommen. Ich möchte ein Thema noch schnell aufgreifen. Das ist das Thema Miete, was uns allen sehr am Herzen liegt. Da gehe ich jedenfalls von aus, Herr Hoffmann, dass auch Ihnen das sehr am Herzen liegt. Und der SPD sei erlaubt, auch über den Koalitionsvertrag mit Forderungen hinauszugehen. Das ist unser gutes Recht.
Und das gibt ja auch immer noch mal den Schubs in die richtige Richtung. Die Frage, ob jemand eine Wohnung hat, ist ganz entscheidend für viele weitere Fragen. Nämlich auch für die Frage, wie sicher fühlen sich die Personen? Kommt es zu einer Verunsicherung, weil man Sorge hat, die Wohnung vielleicht nicht behalten zu können? Und deshalb ist es nicht übertrieben, sondern nur angemessen, wenn wir sagen, Miete und Wohnen ist die neue soziale Frage. Und für die SPD sage ich an dieser Stelle noch mal ganz deutlich, die SPD steht an der Seite der Mieterinnen und Mieter, denn die brauchen unsere Unterstützung. Wir wollen Investoren natürlich ermutigen zu investieren, aber wir brauchen ein starkes soziales Mietrecht mit einer klaren Begrenzung auch von Mietsteigerungen und von Herausmodernisierung. Und da ist der Vorschlag, der jetzt vorliegt, uns zur Beratung, ein ganz hervorragender, der das Mietrecht im Sinne der Mieterinnen und Mieter verschärft. Und deswegen freue ich mich auf die weiteren Beratungen im Sinne eines starken Rechtsstaats, zu dem auf jeden Fall auch ein soziales Mietrecht gehört. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Jens Meyer, AfD-Fraktion.